Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück hier bei Wo ist Jester? Wir sind hier in einem riesigen, dunklen Raum. Und dieser Raum ist logischerweise, weil er dunkel ist, voller Mobs. Und ich habe keine Ahnung, was wir tun müssen. Das da hinten sieht mir auf jeden Fall sehr verdächtig aus. Und hier ist ein Schild, wo drauf steht: Kill Hive the Open Door. To Open Door in Klammern Boss. Also, was heißt Hive? Ich weiß es nicht. Das sieht auf jeden Fall aus wie so ein komisches, wie nennt man die Dinger nochmal? Bienennest oder so. Und ich würde mal sagen, durch die Löcher da müssen wir mal reinballern. Ich habe keine Ahnung, ob es das überhaupt bringt. Das ist eine Kiste. Haben wir da schon reingeguckt? Ich weiß es nicht. Ja, haben wir anscheinend schon. Okay, dann werden wir einfach mal da reinballern. Und schauen einfach mal, was dann passiert. So, ich hoffe mal, ich treffe. Ja, muss ein bisschen höher zielen. Wie hoch denn noch, bitte? Und wir müssen uns auch noch ein bisschen beeilen, wenn wir die getroffen haben. Mann, jetzt trefft er einfach mal. Muss höher zielen. Hä, ich treff doch. Da sind doch ganz klar zwei Pfeile drauf. Was? Okay. Wir gehen einfach mal ein bisschen weiter. Mal schauen, vielleicht ist er ja einfach irgendwas, was uns weiterhilft. Oh, da gehe ich nicht hin, da ist wieder bestimmt irgendwo eine Stolperdrahtfalle. Ja, komm, Skelett, ich weiß Bescheid. So, stirb einfach. Hier ist auch Licht, aber hier ist einfach nichts. Hier ist bestimmt irgendwo wieder eine Kiste, habe ich so das Gefühl. Da ist eine Kiste, alles klar. Den Zombie hauen wir mal gerade platt. So. Gucken wir mal, was da drin ist. Ganz viele Pfeile. Die nehmen wir natürlich mit. Und okay, ich versuche jetzt nochmal von hier da rein zu ballern. Kann das nicht sein? Baue mich jetzt mal mit irgendwas hoch. Ne, kann ich gar nicht. Hä? Ich check's gerade irgendwie ein bisschen nicht. Da ist auch wieder eine Kiste. Aber ich gehe mal gerade ein bisschen weiter weg, weil da hinten ein paar Mobs kommen. Was? So, das Skelett ist down. Jetzt noch der Zombie. Das kann auch jetzt gerade gar nicht sein. Hab ich da jetzt nicht reingetroffen oder was ist hier los? Boah, das Bild ist manchmal ein bisschen am Flackern. Ich hoffe, man sieht das in der Aufnahme. Wenn ja, dann bitte ich das zu entschuldigen. Komm, explodieren. Was ist denn das hier? Ich dachte, hier wäre wieder irgendwas wie bei diesem Wunschbrunnen. Aber anscheinend nicht. Ich muss mal kurz kratzen. Alter, ich musste es doch treffen. Boah, ich bin so schlecht geworden in dem Zielen. Wow, Creeper, Alter. Dein Ernst? Komm, explodier, danke. So, Moment mal. Ich stehe mal gerade die Knochen ab, damit wir die Erde mitnehmen können. Dann können wir uns mal kurz hochbauen. Das kann doch nicht sein, dass ich das jetzt nicht treffe, Freunde. Oh, noch ein Creeper, komm. Danke. So, machen wir das einfach mal hier. Das kann es doch nicht geben, Freunde. Dass ich das Ding jetzt nicht treffe. Aha. Jetzt habe ich es getroffen. Dann machen wir das jetzt einfach mal so. Vereinfachen wir das Ganze ein bisschen. Ja, warum einfach... Ne, warum kompliziert machen, wenn es so einfach geht? So war das. Ich wollte schon andersrum sagen. Ach, es geht einfach kaputt, Junge. Mein Gott, explodier. So, ich habe jetzt keine Zeit dafür. Moment mal. Ist das jetzt auch am Leuchten? Aha. Dann haben wir das anscheinend doch irgendwo getroffen. Scheiße, ich gehe mal ein bisschen weiter weg, weil da... Nein, jetzt hat die Spinne uns gesehen. Nee, oder? Ach, beide, Alter. Oh, da, drei Stück, komm. Habe ich doch kein Problem mit, Freunde. So, bei Spinnen doch sowieso nicht. Hatte ich da schon mal ein Problem mit? Ich glaube nicht. Ironie, ne? So. Was, guck, ich treffe es doch, Freunde. Ihr seht das doch. Ach, da ist ein Knopf in der Mitte, oder? Und ich muss einfach genau in die Mitte treffen. Ich habe keine Ahnung. Schnell, schnell. Ach, noch eins. So. Schnell. Ich baue mich jetzt einfach. Wow, was ist hier los? Das ist ja auch am Leuchten. Welche Seite leuchtet denn nicht mehr? Ich scheiße jetzt gerade mal auf die Mobs. Wir müssen uns beeilen. So, der Creeper explodiert jetzt hoffentlich nicht. Fuck, Alter. Die gehen ja ganz schnell wieder aus.
bin da jetzt einfach runter. Schnell, schnell, schnell. Welches leuchtet denn jetzt nicht mehr? Das gibt's doch gar nicht. Okay. Alle sind am... Hallo, jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Moment mal. Alle sind am Leuchten. Och, Spinne, Junge. Verpiss dich einfach. Und du auch, Zombie. Aber jetzt mal ohne Scheiße, wirklich alle am... Och, Creeper, ja. Ja. Hä? Wie sind die denn jetzt am Sterben? Ach so, der trifft manchmal seine Kollegen. Das ist ein Vollidiot. Ach, die Tür ist auf. Mein Gott, sag mir das doch direkt. Ich habe das von hier hinten gar nicht erkannt. Und jetzt laufen wir einfach, Freunde. Wir laufen. Nachher geht die Scheiße noch zu. Lauf einfach. So viele Mobs sind hier gespawnt. Lauf. Ja. Ja, wir sind draußen. Wir sind endlich draußen. Und die kommen nicht raus, weil es Tag ist. Was ist das hier? Wir sind wieder in irgendeinem Haus. Was ist das? Ah, haben die auch cool gemacht. So ein kleiner Tisch mit zwei Stühlen. Hier geht's runter. Okay. Wo sind wir? In einem Raum. Jester. Nee. Hello, my friend. You finally awakened from your dream. I see. It must have been a rather good dream to sleep that long. Well, carry on. Hope you enjoyed your travels. Thanks for playing. Nee, wir haben es wirklich alles geträumt. Wir haben es wirklich geträumt. Alter Verwalter. Das gibt's doch nicht. Ist ja geil. War auf jeden Fall, ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, das war's. Ich glaube ernsthaft, dass es das war. So, was steht denn hier? Extra Mission Area. To start, kill a villager. Survive as long as you can. Rule number one, stay in village. Alles klar, das ist eine kleine Extra-Mission. Die werden wir natürlich machen. Wir müssen einen Dorfbewohner dafür töten und wir sollen so lange wie möglich überleben und müssen uns hier im Dorf aufhalten. Also könnten wir jetzt verrecken. Ah, und ich weiß ja schon, worauf das hinausläuft. Die Golems werden uns angreifen. Okay, das Let's Play, das eigentliche Let's Play ist zu Ende, Freunde. Ich greife jetzt mal einen Dorfbewohner an. Ach ne, killen. Sorry. Hab ich vergessen. So, jetzt müssen wir uns die Golems eigentlich angreifen. Oder? Machen die jetzt gerade irgendwie nicht. Ich lese mir das jetzt doch nochmal durch. So. To start, kill a villager. Survive as long as you can. Hm. Eigentlich sollten uns diese Golem-Typen jetzt angreifen. Ich greife mal einen an. Greife uns dann alle an. Hä? Passiert jetzt irgendwas? Alter, die verrecken ja mal fast gar nicht, ey. Hm. Vielleicht muss ich einen bestimmten Villager töten. Also hier passiert eigentlich gerade nichts. Egal wie ich die angreife. Hä? Kann doch nicht sein. Kopfschuss. Mann, ich will aber diese Extra-Mission machen. Oh, warum wollen die uns denn jetzt nicht angreifen? Hat das was mit Schwierigkeitsgrad zu tun? Ich glaube nicht, oder? Ich spiele auf leicht. Ne, ich spiele auf normal sogar. Haben wir ja gerade gesehen, aber Mobs. Also, es ist auf keinen Fall auf friedlich. Also, ich habe keine Ahnung. Passieren tut ja auf jeden Fall nichts. Ja, dann war es das mit dem Let's Play. Wo ist Jester? Ich glaube, wir sind in Folge... Ja, lass mich nicht lügen. 8. Ja, 8 müsste es sein. Dann waren das jetzt 8 Folgen, wo ist Jester? Und ich hoffe natürlich, euch hat diese kleine Reise, beziehungsweise dieses kleine Abenteuer gefallen. Wenn ihr mehr Adventure Maps sehen wollt, dann gebt doch bitte einen Daumen nach oben. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann in einer neuen Folge von irgendetwas anderem, Freunde. Und bis dahin, auf Wiedersehen.